Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zurück zum Let's Play von Obscuritas. Ich habe ein sehr flaues Gefühl im Magen. Dieser Spielstand heißt Friedhof. Und hey, der Name ist Programm. Ich höre hier auch schon wieder ganz merkwürdige Geräusche. Aber das soll uns nicht schrecken. Schuhu. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich gehe jetzt mal zu diesem Gebäude da. Ich glaube, der Hund ist wieder da. Hat da jemand gehustet? Oh, das ist gar kein... Das hier sah aus wie eine Tür. Ist aber nur ein Grab. Hm. Da ist eine Tür. Ich weiß allerdings auch nicht, ob wir da rein können. Ich werde mich von diesem Geraschel nicht nervös machen lassen. Nö. Ist auch nur ein Gitter, das nicht nutzbar ist. Irgendwo hier ist wieder unser Hund. Ich würde ihn gerne finden. Vielleicht kann er uns ja wieder weiterführen. Außerdem will ich nicht so alleine sein. So ist das aus bestimmten Gründen illuminiert. Soll mir das etwas sagen? Nein, okay. Ich lasse mir eh nicht gerne was sagen. Ihr seid nicht mein Boss. Hier sieht irgendwie alles gleich aus. Habe ich jetzt schon wieder angefangen, im Kreis zu laufen? Wäre typisch, aber ich wüsste nicht, wie ich das jetzt wieder gemacht haben sollte. Hallo? Das ist nicht unheimlich. Das sind ja nur Bilder. Und meine Facecam ist wieder weg. Super. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ich sehe mich wieder nicht mehr. Das Spiel hat irgendwie so seine Allüren mit meiner Facecam. Ansonsten läuft super. Ich kann mich nicht... Was denn? Ach, die Vögel. Ja, die haben mich total erschrocken. Ich habe Angst vor Vögeln. Schreibt das auf. Obwohl, Vögel können echt gefährlich sein. Ach, du wieder. Hast du zufällig... Nein, hast du nicht. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Schlüssel für mich. Ja, ich weiß auch nicht... Ob jetzt quasi in Kapitel 2... Oh, guck mal, eine Falle. Ein Friedhof mit Falle. Da ist die Druckplatte, ne? Ja. Was wollte ich sagen? Genau, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob die Angsterkennung quasi in Kapitel 1 Ängste gesammelt hat und jetzt anfängt, uns mit unseren Ängsten zu beschmeißen. Oder... ob Kapitel 2 auch noch sammelt und Kapitel 3 uns dann mit unseren Ängsten beschmeißt. Das weiß ich nicht. Huch. Diese Treppe ist sinnlos. Ich meine, schöne Aussicht über diesen gruseligen Friedhof. Danke. Ich werde es in mein Tagebuch schreiben. Ja, ich laufe hier mal wieder in den Rabatten rum. Obwohl das völlig unnötig ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Sarah, möchtest du mir einen Hinweis geben? Am Anfang des Spiels, ich habe mir ja die alten Videos nochmal angeguckt, stand, wenn du gar nicht weiterbekommst, bekommst du im eingestellten Spielstand Hilfestellung. Gut, Frage ist, was heißt gar nicht weiterkommen? Ich komme ja weiter, ich weiß nur nicht, wohin. Ich habe mich jetzt natürlich gar nicht wirklich umgeguckt, ne? Allerdings... ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt bei so unzähligen Gräbern völlig ohne Hinweis auf einem ein Geheimhebel ist, der uns weiterbringt. Hallo? Ah, Batterien. Nice. Da geht auch glatt erstmal die Taschenlampe aus. Vor lauter Begeisterung. Tja, kann die Schattenlady nochmal wiederkommen? Ich fühle mich sehr einsam. Oder mein Hund. Mein kleiner Geisterhund. Ah, jetzt habe ich keine Geisterhundeknochen mit. Hundeknochen? Hundekuchen, meine ich. Das wäre doch mal eine coole Standardausrüstung. Taschenlampe, Streichhölzer und Hundekuchen für Geisterhunde.
Da steht überall nicht wirklich was drauf. An diesem Tor waren wir gerade. Ja. Oder an einem Tor, das so aussah. Noch ein Brunnen, aber ohne Batterien. Schade. Okay, das war jetzt auch saudämlich. Entschuldigt, Leute. Das war wirklich dumm. Tut mir leid. Entschuldigt bitte, dass ihr Zeuge dieser absoluten Dummheit meinerseits werden musste. Ich sag noch, sieht aus wie das Tor von gerade. Ja, und das Tor von gerade beinhaltet eine Falle, der du ninja-mäßig ausgewichen bist. Und dieses Mal hast du nichts Besseres zu tun, als erstmal reinzulatschen. So, hier war aber nichts, ne? Da waren wir gerade nicht lang gegangen, deshalb dachte ich, ich nutze unseren plötzlichen Tod mal. Völlig unverschuldet. Denn für Dummheit kann man ja nichts. Boah. Entschuldigung, jetzt ärgere ich mich gerade so bei mich selber. Damn Lich. Wo ist mein Geisterhund? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Der hat bestimmt schon wieder ein Haus gefunden. Oder... Nee, das ist, glaube ich, die Figur aus dem zweiten Teilabschnitt, die sich selbst unter ihrer Plane hervorbefreit hat und sich aufgestellt hat. Spart einem den Innenarchitekten, wenn so Einrichtungsgegenstände sich selber platzieren. So, ich fürchte, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen genauer hingucken. Andererseits, ich sollte versuchen, diese Schattenlady zu finden, denn ich gehe mal davon aus, dass die Schrecks, in Anführungsstrichen, Jumpscares, schon auf dem richtigen Wege liegen. Alles andere wäre ja komisch. Und wieder ist... Das ist lustig. Es ist immer diese Stelle, wo meine Facecam sich verabschiedet. Vielleicht hat sie Angst. Nicht, dass das Spiel das so auslegt, als hätte ich hier Angst. Ich habe vor gar nichts Angst. Ja, das Spiel wird im dritten Kapitel, wenn es mich damit meinen Ängsten beschmeißen wird, ein Riesenproblem haben. Denn ich habe vor gar nichts Angst. Nada. Nothing. Hallo Schattenlady. Ich habe voll keine Angst vor dir. Du bist meine beste Freundin. Ich finde dich total hübsch und so. Etwas farblos vielleicht. Aber muss ja nicht immer alles in bunt sein. Lass dir nichts einreden. Du bist wunderschön, so wie du bist. So. Gut. Ich wünschte, man könnte irgendwelche Sachen hier auf den Boden legen. Damit ich weiß, wo ich schon war. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich beim letzten Mal lang gegangen bin, dann könnte ich jetzt mal in die andere Richtung laufen. Moment, ist da ein Point of Interest? Da sind so Türme. Aber nee, das scheint nur eine Sackgasse zu sein. Tja. Ich will jetzt nicht schon wieder eine Batterie verwenden. Stimmt, ich habe jetzt die eine natürlich noch gar nicht aufgesammelt. Die liegt immer noch auf dem Brunnen rum. Das ist die Treppe ins Nichts, ne? Das war unsere Treppe ins Nichts. Vielleicht kletter ich da doch nochmal hoch. Und nutze sie als Aussichtspunkt. Sarah, was ist los? Hä? Ist die nicht gerade auch hier hoch? Okay. Jetzt will sie nicht mehr hier hoch. Dann nicht. Madame hat so ihre Anwandlungen, was? Sieh nur, ich bin total schick, habe eine hübsche Hose und schicke Schuhe. Starallüren stehen mir zu. Ich bin Sarah, ich bin so hübsch und klug. Ich darf alles. Pff. So, dieses Licht zieht mich magisch an. Aus Erfahrung achten wir dann jetzt... Ach so, das ist auch nur so ein normales Licht. Ich wollte gerade sagen, aus Erfahrung achten wir dann jetzt mal drauf, wo wir hintreten.
Ihr wisst schon, von wegen Druckplatten. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass auf dem Gras Druckplatten versteckt sind. Leute, ich sehe absolut nichts, was questrelevant aussieht. Aus einer weiteren Sackgasse. Ja, das ist definitiv keine questrelevante Sackgasse. Hat jetzt... Ah, Mist. Sekündchen. Verzeihung, da bin ich wieder. Ich dachte, ich hätte ein Gitter gequietscht im Spiel. Es war aber eine Katze vor meiner Tür. Entschuldigung, jetzt bin ich heiser. Verdammt, nur eins. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich will hier auch nicht rumrennen. Ich habe echt Angst vor Fallen. Aber langsam nervt mich dieses Rumgeschleiche in immer gleich aussehenden Gebieten. So, Moment. Hier war die Falle, ne? Dreh dich doch nochmal rein. Nein, mach ich jetzt nicht. So, dann sind wir links abgebogen. Aber scheinbar sind wir jetzt einmal rum. Also entweder die Falle, wir hätten gar nicht in die Richtung gemusst. Ich will eigentlich nochmal auf diese Treppe, weil ich von da aus vielleicht was sehen kann. Ah, jetzt geht's auch hier drüber. Komisch. Ja, Sarah hat sich hier gerade ein bisschen verlaufen. Statt hier einfach nur meinen Namen zu rufen, wäre eine Wegweisung ganz hilfreich. Denn meinen Namen kenne ich. Wo ich lang muss, weiß ich gerade nicht. Also es gibt jetzt hier gerade hilfreiche und weniger hilfreiche Informationen. Mein eigener Name zählt jetzt zu den weniger hilfreichen. Waren das jetzt meine Schritte? Keine Ahnung. Was denn? Was passiert? Hä? Bin ich jetzt woanders? Habe ich ein Teleportfeld gefunden? Das ist gut. Ich hoffe mal, dass das eins ist, was mich weiterbringt. Also ich muss jetzt sagen, den großen Unterschied sehe ich jetzt nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich dann irgendwie da sein sollte. Da ich überhaupt keine Hinweise habe, wo ich hier was finde, ist eine Richtung so gut wie die andere. Oder so schlecht, wie man auch immer man es sehen möchte. Ob man jetzt eher zu den Optimisten oder den Pessimisten gehört. Da ist ein Brunnen. Liegen auf dem Brunnen Batterien? Nö. Ein Baum. Hilft der Baum? Nö. Ein Gitter. Jetzt gerade als dieses komische Wabern kam, dachte ich, jetzt bin ich schon wieder irgendwo reingetreten und sterbe jetzt. Aber das dauerte dann doch etwas zu lange. Jetzt habe ich die Batterien von dem Brunnen nicht aufgelesen. Ich wieder meinen Hund. Hier ist, glaube ich, auch wieder. Eine Hütte. Aber ich kann sie wohl nicht betreten.
Ja, Sarah kommt. Da war wieder jemand sehr beschäftigt. Entschuldigung. Entschuldigt, ich bin sehr nervös. Deshalb sage ich gerade wenig. Oh, Hund, zeig dich. Ich glaube wirklich, dass dieser Hund irgendwie ein Hinweisgeber ist. Aber... ich sollte nicht so rennen, ne? Hier könnten Fallen sein. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt auf dem Friedhof oder so noch einen Schlüssel hätte einsammeln müssen. Das wäre jetzt echt blöd. Ich jetzt gleich vor irgendeiner Tür stehe, die ich nicht aufkriege und der Schlüssel lag auf dem Friedhof rum. Da ist was. Okay. Schön drauf achten, wo wir hinrennen. Ah! Was denn? War das jetzt der Hund? Ich bin sehr enttäuscht.